Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alien Isolation. Endlich, ihr seht, die Facecam funktioniert wieder. Guck, ich kann hier so den machen und nichts passiert, Gott sei Dank. Also, es passiert schon was und es bleibt nichts hängen, Gott sei Dank. Denn ich habe jetzt das primitivste Programm der Welt ausgesucht, um die Facecam aufnehmen, und zwar Movie Maker. Aber Leute, es macht den Job. Es macht den Job primitiv, aber es macht den Job. Und nicht so wie tausend andere Produkte, die es halt nicht können. Deswegen, ja, sind wir nun hier. Und schaut euch das Game an. Schaut es euch an. Bin ich überhaupt im Aufnehmen? Ah, ja, okay, bin ich. Kleine Ruckler gibt es natürlich immer noch, aber die merkt ihr, glaube ich, gar nicht. So, Leute, hier haben wir im letzten Part aufgehört. Und jetzt sind wir. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wo wir sind. Was müssen wir denn nochmal tun? Apollo wird sie gefahren, ach ja, genau, wir müssen den zentralen Reaktor untersuchen. Sie den zentralen Reaktor, genau. Öffnen Sie das Gitter. Meint er dieses Gitter? Oh oh. Ich glaube, er meint, ja, ein Reaktor. Das sieht ziemlich nach dem Gitter für uns aus. Aber es sieht auch so aus, als wird hier irgendwas sein. Oh ja, oh ja, oh ja. Hallöchen. Munition, Sensoren. Okay, alles gut, das war nur unsere Tür. I don't want to receive another of this. Stop fucking weaponizing the tools. Nein. Uh oh. Hat er mich gesehen? Nein, hat er nicht, aber der ist da. Sollen wir versuchen, ihn zu töten? Wir könnten ihn... Haben wir noch einen Elektroschocker? Ja, wir hätten noch einen Elektroschocker. Also zur Hilfe hätten wir noch einen Elektroschocker. Immerhin. Wir laden mal nach. Elektroschocker nachladen. Was für ein Unsinn. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Komm her. Vergiss es. Was? Der Elektroschocker hat nichts gebracht, Leute. Der Elektroschocker hat absolut nichts gebracht. Nein, 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 nein. Okay, okay. Was machen wir? Wir schlagen nochmal drauf. Oh oh. Wir schlagen doch nicht drauf. Was? Ich kann gegen ihn nichts tun. Der Elektroschock hat verkackt. Ich bin nicht schuld. Ich bin tot. Hat echt was gebracht, Leute. Hat echt was gebracht. Aber ich saß auch falsch. Daran lag's. Ja, deswegen hat der Elektroschocker nicht funktioniert. Das lag eindeutig an meinem Sitzstil. Jetzt schaut es euch an, wie ich ihn jetzt fertig mache. Ich schleiche jetzt auch gar nicht lang rum. Oh. Okay. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Jetzt schleiche ich dann doch wieder rum. So. Also wiederum schleiche ich jetzt wieder rum. Versteht ihr? Oh Mann. Bin ich witzig. Hallo. Er hat mich nicht gesehen. Was für ein Depp. Das Problem ist nur, dass der jetzt da stehen bleibt, oder? Bleibt er da stehen, Leute? Nein, bleibt er nicht, bleibt er nicht. Perfekt. Ich versuche mich jetzt an ihm vorbeizuschleichen, weil wir wissen, er geht dann irgendwann da lang. Glaube ich. Oh, Bolzenschießer. Haben wir überhaupt einen Bolzenschießer? Haben wir gar nicht, gell? Was bringt uns die Munition? Nichts. Okay, ich sehe ihn. Mit seinem sexy orangenen Anzug. Jetzt müsste er normalerweise dahin laufen, wo wir uns vorher versteckt haben. Normalerweise. Aber normalerweise gibt es in dem Spiel fast nicht. Hallo? Wo ist er hin? Sie können an Heli-Androiden immer erkennen. Ja, das glaube ich. Vor allem, weil er uns die ganze Zeit folgt. Okay. Läuft er jetzt da lang? Komm schon, bitte. Bleib doch nicht stehen, du Drecksack. Nein, dreht's bitte nicht wieder um. Dann komm her. Hä, wieso? Ach, weil der so einen scheiß Schutzanzug anhat. Gibt Sinn. Gibt jetzt gibt's Sinn plötzlich, ja? Ich habe eigentlich gedacht, ich muss ihm vielleicht den Kopf treffen, aber nein. Dann tschüss. Warte mal, hier.
geht's gar nicht weiter. Ich muss ihn töten. Ich töte ihn mit. Nein, nicht mit der MP-Mine. Nein. Verpiss dich. Ich werf's einfach. Bringt dir was? Gar nichts. Das ist toll. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein zweiter, oder? Nein. Ich werde wieder sterben. Nee. Ich mache euch das. Und zwar mit dem... Ach, den können wir ja gar nicht aussuchen. Mit was könnte ich... Ich baue einfach mal einen Geräuschemacher. Geräuschemacher. Jetzt ist die Frage... Wie setze ich den ein? Ich habe eine Idee. Wenn ich werfen kann, habe ich eine Idee. Wenn nicht, dann bin ich eigentlich sowieso dumm. Geräuschemacher. Munition. So. Das war eigentlich dumm. Leute, das war dumm. So vielleicht besser? Ich weiß nicht. Das war auch dumm eigentlich. Tschüss. Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Du Arschloch! Okay, er hat es nicht anders gewollt. Er will, ich habe nur den Elektroschocker, fällt mir jetzt wieder ein, weil... Leute, wir haben ja alles da liegen lassen. Och nee. Oh, ich hätte einfach nur da hingehen müssen. Da ist nämlich ein scheiß Bolzenschießer. So, dann komm jetzt nochmal her, mein Freund. Jetzt sieht es nämlich anders aus. Oh ja. Ist das genug für dich, Drecksack? So. Ich hätte einfach nur da an den Tisch gehen müssen. Ich wusste nicht, dass da was liegt. Egal. Privat. Code für Gitter. Chief, ich gehe jetzt wie verlangt runter zum Reaktorwartung. Ich habe die Gitter hinter mir abgeschlossen. Der Code lautete 6832. Flores. Stromversorgung. Flores, wir brauchen Sie unten in der Reaktorwartung. Ich erhalte Berichte von partiellen Stromausfällen überall auf der Station. Es wird die Hölle los sein, ich weiß, aber hier oben erkenne ich nichts, da die Stromversorgung gefährden könnte. Können Sie da unten einen vollständigen Systemcheck vornehmen? Chief. Ich suche nach Ihnen. Flores, wenn Sie das hier lesen, warten Sie an einem sicheren Ort. Ich komme zu Ihnen runter. Wir müssen zusammenhalten. Sandros ist tot und mindestens 4 weitere Ingenieure fehlen. Einer dieser verdammten Androiden hat mich beinahe geköpft, also habe ich mir eine Waffe zusammengebastelt. Halt genug Kraft, um diesen Dreckskerlen ein Loch in die Birne zu pusten. Ich werde, sobald ich kann, kommen. Chief. Er redet wohl vom Bolzenschneider. Vom Bolzenschießer. Wir haben gerade herausgefunden, er hat recht. Ordner fehlerhaft. Perfekt. Zubehör. Ich habe keinen Zugangscode. Zumindest glaube ich nicht, dass ich einen habe. Ich probiere mal den, aber ich glaube, vielleicht ist das der fürs Gitter. Ich glaube aber nicht. 6832. Ist das der fürs Gitter vielleicht? Nein. Ne, warte mal. Bin ich blöd? 6832 doch, oder? Ja, tatsächlich. Ich bin so blöd. Begeben Sie sich zum Reaktor. Alter, der hat auch einen auseinandergenommen. Wahrscheinlich wird das Loris sein oder so. Wie hieß er noch gleich? Ja, ihr wisst, was ich meine. Loris. So. Und jetzt kommen wir da ohne Probleme durch. Wir wissen aber, hier waren Syntheten unterwegs, deswegen lieber aufpassen. Und nachladen. Aber ein Bolzen... killt einen von denen. Also das ist die effektivste Waffe auf diesem Scheiß... auf dieser Scheiß Raumstation. Oh. Alles gut, Leute. Keine Angst. Nee. Aufzug. Perfekt. Ich gehe lieber auf Nummer sicher.
Gehe sogar auf Nummer sehr sicher. Okay, alles gut. Man weiß nie, ob sie solche Spielchen nicht auch noch bringen. Ricardo, waren Sie jemals im Reaktor? Hab die Tour nie gemacht. Ich habe in einem ein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Ich höre schon wieder was. Auf meinem tollen Radar. Oh, da steht da sogar einer. Na? Na? Du hast noch rote du hast noch weiße Augen, aber ich glaube, die werden, sobald er mich sieht, rot. Nicht gesehen. Es hatte mir den Rücken zugewandt, ging den Flur herunter, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Ich habe mich versteckt, aber als ich aufsah, war es weg. Ich glaube, es hat sich unter dem Fußboden versteckt oder in der Decke. Sevastopol besteht aus Lüftungsschächten, Rohren und verstaubten Räumen, in die niemand seit Jahren mehr einen Fuß gesetzt hat. Es könnte überall sein. Danach müssen die Marshals gesucht haben. Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen. Chief Ende. Okay, wir wissen ja schon, dass Alien oder wie es aussieht und wir haben sie auch schon von der Station gejagt. Leute, was? Hier stimmt doch was nicht. Das sind unsere Sachen. Und warum liegen die hier? Pumpgun. Gut, sie hat auch gleich die Pistole mitgenommen. Geht auch. Aber was machen die hier? Hier muss ja irgendjemand Lebendiges sein, der uns entweder helfen oder uns in den Tod stürzen will. Ich weiß es nicht. Ich speichere auf jeden Fall mal. Das weiß ich. So, gespeichert. Ja, danke. Und was gibt's hier noch? Munition für Bolzenschießer. Na super. Der einzigste Weg, wo wir lang gehen können, ist dunkel. Okay, er ist jetzt hell. Dann ist auch wieder gut. Soll ich wirklich... Ja, okay, der Bolzenschießer, der ist natürlich die letzte Rettung. Deswegen nehme ich lieber den später. Ich bin oben auf dem Reaktorkern, Ricardo. Sehen Sie schon was? Nichts. Ein paar Androiden, Kernsteuerungssysteme, das Übliche. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Steigen Sie zur Basis des Reaktors hinab. Sind wir draußen? Das sieht ja mal überhaupt nicht aus wie das Weltall. Und warum haben wir keinen Raum... Nee, warte, wir können gar nicht draußen sein. Weil wir müssten ja dann einen Raumanzug anhaben, oder? Hä? Aber wieso regnet es dann nicht? Hä? Okay, ich verstehe gar nichts mehr. Ich bin völlig... Nee, ich verstehe echt gar nichts mehr. Hier wird sogar mein Radar beworben. Cool. Der kommt mir jetzt aber ganz ungelegen. Aber ich glaube, hier darf ich schießen. Stirb, stirb, stirb. Oh, oh. Na, super. Na, ganz toll. Ich glaube, ich hätte den Bolzenschießer auspacken müssen. Lad doch nach, verdammt. Komm schon, ein Schuss noch, dann ist er vielleicht tot. Nein, super. Pumpgun, Pumpgun. Das war nicht die da, Pumpgun. Bam. Jetzt aber. So. Den ersten hätten wir. Das war aber, glaube ich, nicht der einzigste. Da können wir noch hoch. Oder auch nicht. Ah, da kommt ja schon der nächste. Das trifft sich ja gut, dass du hier bist. Einmal. Zweimal. Nein, du bist mir ein bisschen zu nah gekommen. Oh, oh, da kommt schon der nächste. Das sind mir ein bisschen zu viele. Okay. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Nein! Töte mich nicht, töte mich nicht, töte mich nicht! Boah, die haben mich in die Enge getrieben. Kommt da schon wieder einer? Ich glaube nicht. Einer noch, komm schon. Okay, den hätten wir auch. Ich nehme es einfach mit, egal was sie haben. Danke, danke, danke. Okay, Medikit, aber ganz schnell. So dringend habe ich noch nie ein Medikit gebraucht.
Noch ein Medikit. Medikit bauen. Oh mein Gott, wir haben keine Komponente B. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Und wir können nur noch mit dem Bolzenschießer schießen, da wir nur noch für den Munition haben. Na, ganz toll. Oh, und hier gibt's noch mehr. Na dann. Will ich nichts gesagt. Alter, was geht denn hier ab? Okay, wo müssen wir hin? Da. Ich hab grad gedacht, unser Radar spielt jetzt auch verrückt. Okay, hier sind aber keine Syntheten mehr. Zumindest sehe ich keine. Obwohl das hier so ein offener Raum ist, ist hier trotzdem gruselig. Haben sie echt gut hinbekommen. Alter. Keine Syntheten mehr, alles gut. Okay, können wir nichts mitmachen mit dem Schalter. Wir können aber hier rein. Ein weiterer Aufzug zur zentralen Reaktorwartung. Wir gehen immer näher Richtung Kern. Oh nein. Oh nein. Hier ist alles von uns. Und wisst ihr, was hier auch ist? Dass sie... Ricardo, sie sind alle hier. Oh mein Gott. Alle, die verschwunden sind. Alle. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Da sind Eier. Das ist eine Farm. Sie müssen verschwinden. Sofort. Vernichten Sie das Nest. Ich muss den Strom für die Plattform an den Leitern hier unten wiederherstellen. Oh mein Gott, Leute, das Alien ist wieder da. Und mit ihm unsere verschwundenen Freunde. Aber die leben nicht mehr. Überladen Sie den Alpha-Kern. Oh mein Gott. Und da sind wohl schon ein paar geschlüpft. Oh nee. Echt nicht. Was nehme ich jetzt am Flammenwerfer? Ist hier, glaube ich, am besten. Oh mein Gott. Wie viel sind denn hier geschlüpft? Okay, ich speichere. Auch wenn ich hier ungern wieder erwache, aber besser als ganz am Anfang. Oh mein Gott, und das Geräusch. Unser Inventar ist voll. Oh, ekelhaft. Da kommen wir nicht lang. Boah, ist das ekler. Alter. Überall sind sie in, ja, so eine Art Spinnennetz fast schon gefangen. Oh mein Gott, ist hier ekelhaft. Oh, die Atmosphäre ist richtig ekelhaft. Ich gehe da doch nicht lang. Aber wo dann? Das ist mein sicherer Tod. Oh, doch nicht. Aber ist das ekelhaft, die Atmosphäre. Oh mein Gott, überall hängen sie. Hier hat sich das Alien also die ganze Zeit aufgetrieben. Und ich glaube, es ist nicht nur noch das Alien, es sind die Alien. Sagt man das so? Was bist du? Ach du Scheiße, was ist das? Oh mein Gott, Leute. Ich weiß nicht, was ich da tue, aber ich mach's einfach mal. Thank you.
Oh mein Gott. Brenne. Die kommen da raus. Das ist also das Viech, das sie angesprungen hat. In dem Video oder in dem... In dem Rück... Ich hab schon wieder eins gehört. Ihr wisst, was ich meine, oder? In der... Rückblende. Boah. Das ist ekelhaft gerade. Überladen Sie den Beta-Kern. Oh, ich kann die Eier auch gleich verbrennen. Wow, was? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wohin? Was? Hilfe! Was muss ich tun? Oh mein Gott. Verpiss dich. Da muss ich auch nichts machen. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich weiß es nicht. Das ist eine ekelhafte Atmosphäre, Leute. Ich muss ja raus, bringt mir ja nichts. Wieder zurück? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Brenne. Nein, so meinte ich das nicht. Meint ihr das nicht? Hä, ich lebe. Ich lebe noch? Ich hab gedacht, ich sterb. Jetzt habe ich meine ganze Flammenwerfer-Munition wegen sowas verbraucht. Oder wie? Oder musste ich hier hin? Ne, ich musste hier hin. Hau ab. Okay, alles gut. Da muss ich lang. Jetzt habe ich halt nichts mehr für das Ding. Oh mein Gott, Leute. Jetzt kommt, glaube ich, der harte Shit. Der richtig harte Shit. Das Spiel war jetzt schon krank, aber jetzt wird's... Boah, alle 5 Sekunden kommt das Alien vorbei. Wir sind im Alien-Nest und wir müssen das Nest zerstören. Und wie wir das machen, Leute... Das seht ihr in den folgenden Parts. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt erstmal eine Pause einlegen, weil das war jetzt viel zu hart für mich. Bis zum nächsten Mal. Bei Alien Isolation. Jetzt leider wieder mit dem Alien. Oder mit den Aliens. Bis bald.